Halli, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute kommt ein Video aus meiner Küche. Warum ein Küchenvideo? Ich habe es in meinem letzten Video schon erwähnt. Das ein oder andere Video möchte ich jetzt gerne über das Thema Wasser drehen. Das ist mir ein sehr wichtiges Thema und deswegen stehe ich heute hier in meiner Küche, weil ich heute damit beginnen möchte, euch mein Destilliergerät vorzustellen. Ja, warum das Destilliergerät? Weil es heute um destilliertes, reines Wasser geht und sauberes Trinkwasser auch geht. Also deswegen möchte ich euch heute das ein bisschen vertraut machen, was überhaupt Destillation bedeutet, warum ich das auch mache, warum habe ich hier ein Destilliergerät. Bisher war es so, ich habe mein destilliertes bzw. doppelt destilliertes Wasser immer gekauft. Das heißt, ich habe es bestellt. Ich brauche das für verschiedenste Zwecke, nämlich zum Beispiel zum Herstellen von kolloidalem Silber. Da braucht man unbedingt destilliertes bzw. doppelt destilliertes Wasser. Wie gesagt, ich habe es bisher immer bestellt. Jetzt stelle ich mir das selbst her. Ich brauche es aber nicht nur zum Herstellen für das kolloidale Silber. Also ich brauche es auch für verschiedenste Mischungen, die ich mir immer hier zubereite. Mit verschiedensten natürlichen Mitteln, also zum Beispiel bereite ich mit dem destillierten Wasser meine Magnesiumsohle zu. Also wenn ich Magnesiumchlorid in Wasser auflöse, dann nehme ich natürlich immer destilliertes Wasser. Auch für mein Magnesiumöl verwende ich destilliertes Wasser. Und wenn ich Mischungen zum Beispiel mit DMSO und Magnesiumchlorid mache, dann ist natürlich auch in diesem Magnesiumchlorid, wie gesagt, das ist gemischt mit destilliertem Wasser und das kann man dann mit dem DMSO in verschiedene Konzentrationen bringen. Und wenn man das vorbereitet hat, ist es immer griffbereit. Das ist sehr, sehr praktisch. Unter anderem brauche ich auch das destillierte Wasser, das habe ich euch letztes Mal schon in meinem Video gezeigt, für meine Salzsohle, das habe ich euch letztes Mal schon gezeigt, also wo hier so schön das Himalaya-Salz drin ist, dieser Himalaya-Brocken, da verwende ich auch das destillierte Wasser. Also für alle möglichen Zwecke zum Mischen brauche ich einfach dieses destillierte Wasser. Ja, warum nehme ich denn da kein Leitungswasser? Könnte ich ja auch verwenden, oder? Also ich mache es grundsätzlich nicht. Erstens, bei kolloidalem Silber sollte man es wirklich auf keinen Fall machen, weil in unserem Leitungswasser einfach auch Schadstoffe mit drin enthalten sind. Ja, es ist nicht so rein, wie ich es zur Herstellung von verschiedenen Mitteln brauche und von kolloidalem Silber gar nicht. Also bei kolloidalem Silber braucht man wirklich ganz reines, entmineralisiertes Wasser, weil sonst kann ich gar kein kolloidales Silber herstellen, sonst kommen Silber, Salze entstehen im Wasser, Silbernitrat und das sind einfach schädliche, giftige Stoffe. Also man sollte kolloidales Silber tatsächlich nur mit destilliertem bzw. doppelt destilliertem Wasser herstellen. Da immer bitte drauf achten, das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch für andere Mischungen nehme ich kein Leitungswasser, weil es wäre einfach paradox, sag ich mal. Es wäre paradox, wenn ich Leitungswasser nehme, wo Schadstoffe mit enthalten sind und ich will mir das dann mit natürlichen Mitteln mischen, die möchte ich ohne Schadstoffe zu mir nehmen und dann mache ich ein Gemisch, wo ich wieder Schadstoffe drin habe. Also es wäre für mich total sinnlos, sage ich mal. Von daher verwende ich immer wirklich reinstes Wasser, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und deshalb habe ich ja auch jetzt dieses Destilliergerät einfach, wo ich mir mein reines Wasser selbst herstellen kann. Reinigen, das Wasser reinigen. Ich sag mal, das Leitungswasser ist ja auch schon ein bisschen gereinigt. Also manche trinken auch das Leitungswasser. Ich trinke es inzwischen eigentlich so nicht mehr. Aber es ist natürlich schon vom Nötigsten gereinigt, sage ich mal, unser Leitungswasser. Aber unser Leitungswasser ist einfach nicht so rein, wie es sein sollte. Es sind immer noch Schadstoffe enthalten, die wir unserem Körper dann zuführen. Und man muss sich wirklich mal überlegen, auch wenn man so ans Trinken denkt, wenn man Leitungswasser trinkt, dass da einfach immer viel, viel getrunken wird. Also das brauchen wir ja viel am Tag. Wir trinken sehr, sehr viel
Insofern führen wir unserem Körper auch immer wieder Giftstoffe zu. Also ich bin da einfach immer der Meinung, wo man was vermeiden kann, gerade bei Dingen, die man wirklich sehr viel zu sich nimmt, da sollte man vielleicht doch ein bisschen darauf achten, dass man das reduziert, weil wir führen ja schon genug Schadstoffe unserem Körper zu, jeden Tag. Da kommt keiner drum herum, auch ich nicht. Also wir nehmen es generell aus der Umwelt auf, ja. Da kommen wir nicht drum herum. Die Umwelt ist einfach schadstoffbelastet. Einige Menschen müssen Arzneimittel zu sich nehmen, da sind Schadstoffe drin, ja. Also ich sage ja auch immer wieder, so wenig wie möglich Medikamente zu sich nehmen, aber manche Menschen kommen da einfach leider nicht drum herum. Da sind so viele Schadstoffe drin. Da müssen wir natürlich gucken, vielleicht, dass wir das anderweitig auch ausgleichen. Ja, und wir haben auch in unserer Nahrung Schadstoffe enthalten. Ja, also da kommen wir auch nicht drum herum, wer im Supermarkt einkauft. Ich glaube, es gibt niemanden, der so reine Sachen nur kaufen kann, dass er gar keine Schadstoffe aufnimmt. Also es gibt immer wieder, auch durch unsere verarbeiteten Nahrungsmittel einfach ganz viele Giftstoffe da drin, die unser Körper aufnimmt. Also da sollte man natürlich im Vorfeld auch immer schon beim Kauf drauf achten, was man kauft. Aber wie gesagt, auch ich komme nicht drum herum. Wir nehmen jeden Tag Schadstoffe auf, aber ich versuche einfach in verschiedensten Bereichen diese Schadstoffe zu reduzieren. Und das möchte ich heute euch auch ja, mit meinem Destilliergerät einfach nochmal zeigen, wie man das beim Wasser machen kann. Weil mit diesem Destilliergerät schaffe ich es tatsächlich, das Wasser rein zu machen, ja, von sämtlichen Schadstoffen zu befreien. Und wie das funktioniert, das kann ich euch auch gleich noch zeigen. Aber erstmal möchte ich euch sagen, was überhaupt so da alles drin ist und ja, von welchen Stoffen ich das befreie. Es sind zum Beispiel sämtliche Bakterien, kann ich da rausnehmen, sämtliche Viren, Arzneimittelrückstände wie Hormone oder Antibiotika. Das ist nämlich alles in unserem Trinkwasser noch enthalten, ja? Oder andere Verunreinigungen, Kalk, Schwermetalle wie Blei und Quecksilber sind drin enthalten. Also das kann ich auch alles mit diesem Gerät wirklich entfernen, ja? Nitrate zum Beispiel auch. Oder auch, ja, aus der Landwirtschaft haben wir immer wieder Pestizide, Rückstände davon, ja, und Herbizide, andere krebserregende Stoffe. Und ich kann mit diesem Gerät auch viele radioaktive Stoffe, ja, befreien, das Wasser davon, und mache dieses Wasser wirklich komplett rein. Also ich befreie es von sämtlichen Schadstoffen und aber auch von sämtlichen Mineralien. Also das muss man dazu sagen, man befreit wirklich dieses Wasser komplett von sämtlichen Stoffen und hat hinterher ein komplett reines, entmineralisiertes Wasser. Ja, so funktioniert das mit diesem Destillierverfahren. Es gibt auch andere Verfahren noch, wo Wasser gefiltert wird. Also ich habe mich für dieses Destillierverfahren entschieden, weil ich finde, dass das die reinste Form des Wassers ist. Ich kann dieses Wasser nehmen, um sämtliche Substanzen zu mischen, brauche mir da überhaupt keine Gedanken machen, und ich kann dieses Wasser sogar verwenden, um es zu trinken. Ja, und da möchte ich heute aber gar nicht ganz so intensiv drauf eingehen. Das möchte ich nämlich in einem anderen Video nochmal machen, vielleicht schon im nächsten, ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall werde ich über Trinkwasser dann auch nochmal ein Video drehen. Ich verwende es auch als Trinkwasser. Also ich kann so viel schon sagen, dafür bereite ich es mir nochmal ein bisschen anders auf, weil doch diese Struktur des destillierten Wassers und ich sag auch mal die Lebendigkeit, wie wir das auch so in Quellen vorfinden, sag ich mal, die geht doch ein bisschen verloren. Das heißt, ich arbeite das Wasser hinterher noch mal ein bisschen auf. Ich mache es ein bisschen ja wieder lebendiger oder gebe ihm ein bisschen mehr Energie und remineralisiere es auch. Aber wie gesagt, da wird noch ein neues Video irgendwann kommen dazu. Heute geht es doch hauptsächlich um die Destillation und die Destillation, wie das eben funktioniert. Ich vergleiche es immer mit unserem Regenwasser. Ja, das Regenwasser ist nichts anderes als destilliertes und dann kondensiertes Wasser, was herabregnet. Ja, also es ist eigentlich das gesündeste Wasser, will ich mal sagen. Ja, das gesündeste Wasser, auch das Quellwasser. Das Regenwasser regnet halt herab, es kommt wieder auf den Boden. Ich sag mal,
Wenn der Kreislauf so wäre, dass es, wenn es herabregnet, nicht mehr mit den Schadstoffen der Natur in Berührung käme, sage ich mal, dann wäre es wirklich absolut gesund, aber leider, oder beziehungsweise absolut rein, aber es kommt natürlich auch wieder mit unserer Umwelt in Verbindung. Insofern werden da natürlich auch dann vom Regenwasser oder auch von Quellen wieder Stoffe aufgenommen. Deswegen unsere Quellen sind auch nicht mehr ganz so natürlich, wie man das meinen mag. Oder man findet zumindest nicht mehr so viele natürliche Quellen, weil ansonsten ist auch Quellwasser natürlich ein ganz, ganz gesundes Wasser, was ich ja auch nur empfehlen kann, sage ich mal. Aber ja, wie gesagt, unsere Böden sind eben belastet, unsere Umwelt ist belastet. Also da muss man schon genau schauen, wo sich die Quelle befindet. Und nicht jeder hat eben eine Quelle vor der Tür. Von daher nehme ich hier mein Destilliergerät und habe das immer im Haus und kann mir da wirklich reines Wasser herstellen. Ja, wie gesagt, es funktioniert im Prinzip wie beim Regen. Das Regenwasser, also bevor es überhaupt zum Regen wird, befindet sich auf unserer Erde, ich sag mal in unseren Gewässern, im Meer, auf dem Boden und es verdunstet. Ja, es verdunstet, dann kondensiert es, es bilden sich am Himmel die Regenwolken, es kühlt dort auch wieder ab, die Regenwolken werden immer größer und dann regnet irgendwann das saubere, kondensierte Wasser ab. Ja, und damit haben wir eigentlich in dem Moment ein reines Wasser. Davon nehmen auch immer die Pflanzen, die Tierwelt auf. Also eigentlich ist das ja mit das gesündeste Wasser, was es gibt. Ich sag mal, es gibt vielleicht noch ein gesünderes Wasser oder eine gesündere Flüssigkeit. Das ist unsere Flüssigkeit, die in unserem Obst und Gemüse enthalten ist. Wobei man immer bedenken muss, unsere Böden sind auch belastet. Also wie gesagt, wenn es wieder mit dem Boden in Berührung kommt, dann nimmt es natürlich auch wieder gewisse Schadstoffe auf. Diese Schadstoffe habe ich aus meinem Gerät hier komplett wirklich rausgefiltert und ich ja, sage euch jetzt nochmal, wie das funktioniert. Ich fülle hier Wasser rein, also das hat ein Fassungsvermögen von 4 Litern. Ja, diese 4 Liter fülle ich hier rein und dann wird das Wasser erhitzt, also ich stelle das dann an, das Wasser wird erhitzt, es verdampft, es kondensiert. Es kühlt wieder ab oben und dann kommt hier das reine Wasser tröpfchenweise hier raus und wird dann von meiner Kanne, von dieser Glaskanne hier aufgefangen. Ja, in dieser Halterung hier, da befindet sich nochmal so ein kleiner Keramikeinsatz und da ist nochmal so ein kleiner Kohlefilter mit drin. Also wenn da irgendwelche Stoffe doch noch irgendetwas drin wären, ein kleines Partikel, wird das da auch nochmal gefiltert. Also insofern kommt hier wirklich ein absolut reines Wasser tröpfchenweise raus, was dann in dieser Glaskanne aufgefangen wird. Diese 4 Liter dauern etwa 5 Stunden. Das hört sich jetzt lang an. Also ich kriege davon immer gar nichts großartig mit, weil ich lasse es immer nachts laufen. Es hat einen Nachtbetrieb, ich kann das einschalten. Es ist sehr, es verbraucht sehr wenig Strom. Das heißt, wenn ich das herstelle, auch komme ich kostengünstiger, als wenn ich mir auch Wasser kaufen würde oder so, ja, aus dem Supermarkt vielleicht irgendein Mineralwasser kaufen würde. Und ich habe vor allem ein viel gesünderes Wasser. Also wie gesagt, 5 Stunden ungefähr dauert es, aber wenn es in der Nacht läuft, ich stelle das abends an, dann läuft es die Nacht durch und am Morgen habe ich dann das frische Wasser, das ist super. Und ich kann es auch tagsüber mal laufen lassen, wenn ich doch dann auch mehr brauche. Also bei mir muss ich sagen, ich habe es auch im Kellerraum einen Bereich, da stelle ich das dann hin, weil es hat hier oben ja so ein Antrieb. Da ist ein Ventilator drin oder beziehungsweise so ein Propeller, der macht so Ventilatorengeräusche, also es macht so ganz leise Geräusche auch. Deswegen habe ich es auch unten im Keller stehen, weil ich das auch teilweise doch dann auch mal tagsüber laufen habe, wenn ich doch mehr Wasser brauche, weil ich dieses Wasser auch zum Kochen, mal zum Tee kochen auch verwende oder zum Kaffee kochen verwende. Also für alle möglichen Bereiche verwende ich es dann, ja. Und schmeckt übrigens der Tee auch viel besser. Und ja, und deswegen kann ich da nur sagen, wenn man es laufen lässt und irgendwo tagsüber laufen lässt, kann man es ja an einen Ort stellen, auch wo es einen dann vielleicht nicht so stört. Oder vielleicht hat man es dann auch doch in der Küche stehen und macht einfach die Küchentür zu. Also das geht ja auch.
Aber wie gesagt, meistens läuft es bei mir wirklich nachts, wo ich gar nichts mitbekomme. Und ja, dann hat man am nächsten Tag frisches Wasser wieder da, was man verwenden kann. Und das ist wirklich ganz toll. In unserem Wasser, in der Leitung, sind einfach ganz viele Stoffe, die da nicht reingehören. Das kann man sogar messen. Ich habe jetzt mir mal die Mühe gemacht und habe hier hinten auch schon mal was vorbereitet, weil das will ich euch jetzt wirklich einfach auch mal zeigen, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen Leitungswasser und diesem destillierten Wasser, was da rauskommt. Ich habe mir ein Gerät besorgt, das misst die PPM-Zahl. Ja, das heißt, das misst sämtliche Stoffe, die im Wasser enthalten sind. Also es ist zur Prüfung von Wasser eben geeignet, dieses Gerät. Und ich kann da einfach mit diesem Gerät in das Wasser hineinhalten und messe dann die PPM-Zahl. Also was mir das Gerät nicht zeigt, ist, welche Stoffe das sind. Es zeigt mir nur die Anzahl der Teilchen. Und je mehr Teilchen natürlich drin sind, desto belasteter ist das Wasser. Also insofern möchte ich ja hier ein reines Wasser haben und zeige euch jetzt einfach mal, ich habe mir hier ein Glas vorbereitet mit einfachem Leitungswasser. Vorhin gerade hier aus meinem Wasserhahn abgezapft. Im Übrigen muss man auch bedenken, immer beim Leitungswasser, in welcher Gegend man wohnt, in welchem Haus man oder Wohnung man wohnt, wie die Rohre auch beschaffen sind, weil nicht nur, dass das Wasser so vielleicht belastet sein kann, sondern auch die Rohre können ja schon alt sein und da können ja auch irgendwelche Teilchen mit ins Wasser dann geraten, die wir dann ständig mittrinken. Dann mag der eine oder andere meinen, naja, dann kaufe ich mir halt Mineralwasser aus dem Supermarkt. Ich verrate euch, das ist nicht besser. Also vielleicht sogar teilweise noch schlimmer, weil dieses Wasser hat auch Schadstoffe enthalten, einfach wie Fluor auch, ja, Salze, die wir da nicht drin haben wollen, Chlorreste vielleicht noch auch, verschiedenste Rückstände, die da nicht so ja, rausgehalten wurde. Es wird mit verschiedensten Zusätzen noch bearbeitet. Also es ist nicht so ein Wasser, was für unseren Körper gesund ist. Also zumindest nicht, wenn wir es dauerhaft eben trinken wollen. Also da kann ich nur sagen, ein reines Wasser, da muss man heute schon selbst ein bisschen was für tun, dass man ein reines Wasser bekommt. So, jetzt halte ich das mal rein und zeige euch das mal. Guckt mal hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Bei mir steht die Zahl 484 drauf. 484 ppm. Und zum Vergleich, also so viele Teilchen sind hier im Leitungswasser. Jetzt trockne ich das gerade mal schnell ab. Und hier habe ich mein destilliertes Wasser. Und da halte ich das jetzt mal rein und lese auch mal ab. So, da habe ich jetzt eine 1. Ja, also da kann ich jetzt tatsächlich sagen, dieses Wasser ist rein. Also 484 ppm bei meinem Leitungswasser und bei meinem destillierten Wasser, was ich hier rausbekommen habe, habe ich 1 ppm. Das ist schon ein großer, gewaltiger Unterschied, finde ich. Also das wollte ich euch einfach auf jedem Weg jetzt auch so nochmal zeigen. Und hoffe, ich konnte euch da ein bisschen heute wieder anregen, mal über das Thema Wasser nachzudenken. Wie gesagt, es werden noch weitere Videos von mir folgen. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir sehr viel Wasser zu uns nehmen jeden Tag. Und ich einfach immer wieder darauf bedacht bin, Sachen, die ich sehr viel zu mir nehme, die möchte ich doch recht schadstoffarm haben, einfach um meinem Körper nicht noch mehr Schadstoffe zuführen zu müssen. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr wieder zugeschaut habt in meinem Video. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne Zeit. Und wenn euch mein Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, verteilt meine Videos und so weiter und so fort und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ja, wie gesagt, eine schöne Zeit für euch. Wir sehen uns in unserem immer nächsten Video. Macht's gut und bleibt mir gesund.